Jo, moin, moin, ihr Flügt und auch heute, meine lieben Landratten und Rädchen da draußen, und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey in der Ägäis zusammen mit Cassandra. Und wir legen hier vorne gleich an. Bei dieser Insel, bei der wir noch recht wenig bisher Fortschritt gemacht haben. Heißt, es gibt reichlich zu tun für uns. Bin mal von Bord. Habt einen schönen Tag, Leute. Oh, und alle Ops. So, wir sind an Land, das ist das Wichtigste. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so haben. Wir haben auf jeden Fall vorne gleich eine Hauptaufgabe. Mal sehen, was die für uns bereithält. Okay. Loot oder Veränderung? Phönix muss wählen. Das Werk dieses Künstlers ist überall. Seine Überzeugung ist klar wie Wasser. Antworte mit einer Waffe. Dann gibt es keinen Widerspruch. Du solltest lieber nachdenken, bevor du handelst. Es geht um Politik. So verlockend es auch sein mag, dem Instinkt zu folgen. Dieser Rebell will offensichtlich Aufmerksamkeit. Jemand sollte ihm welche schenken. Ich habe dasselbe gedacht. Und ich glaube, dieser jemand könntest du sein. Sag mir, wo er ist, und ich setze dem ein Ende. Siehst du diese Pigmente? Das ist eine seltene Farbe, und ich kenne nur einen Künstler, der sie benutzt. Soweit ich weiß, lebt er in einer Höhle am Wasserfall des Rutsuna. Aha. Ist der Rest dieser Kunst auch so subtil? Immer dasselbe. Drohungen. Der Staub auf Naxos muss sich legen, sonst wird Phönix ermordet und als Archon ersetzt. Ich weiß, dass Künstler empfindlich sind, aber den muss etwas sehr aufgeregt haben. Die Stadt glaubt, dass ein Krieg bevorsteht, und sie hat nicht Unrecht. Aber sie glaubt, dass Phönix es ist, die uns ins Verderben treibt. Ich halte ihn auf. Wir dürfen auf Drohungen nicht mit Gewalt antworten. Wir würden nur Öl ins Feuer gießen. Ach, wenn du es so willst. Es ist das, was sie will. Phönix will für das Volk kämpfen, nicht gegen es. Sie sollen nur keine Kunstwerke mehr herstellen. Naja, Kunst bezeichnest. Ach, danke sehr. Okay. Versuchungsgebiet. Ja. So, hier gleich. Okay. Das stammt von den Werkzeugen des Künstlers. Ich zeige es dem Kunsthändler. Okay, was haben wir noch? Hier? Nee, das ist ein Aufgabending. Soll schon irgendwo hier was noch sein. Frage ist nur, wo? Da. Da klebt ein Haar in der Farbe. Vielleicht vom Pinsel des Künstlers. Ich sollte Angelos fragen. Ah, hier. Eine seltsame Farbe. Ich sollte den Kunsthändler fragen, wo der Künstler sie herhaben könnte. Ich habe ein paar Fragen an dich. Na los, im Moment habe ich Zeit.
Ich fand diese Steinsplitter bei den Schmierereien. Erkennst du sie vielleicht? Das, meine Freundin, ist Schmirgel. Er wird von Künstlern auf vielerlei Arten genutzt. In dem Zustand bringt er aber keine Töpferwaren zum Glänzen. Schmirgel? Das Gestein? Gibt es das auf Naxos? Es wird am Wasserfall des Rotsuna abgebaut. Ich habe das Gefühl, wir reden uns im Kreis. Hat uns das nicht schon alles gesagt? Dieses Pigment wird in den Schmierereien benutzt. Hast du es irgendjemandem verkauft? Jetzt, wo du es erwähnst, ein Mann hat sich nach dieser Farbe erkundigt. Nur er? Ja, soweit ich mich erinnere. Ich hatte keine, als er fragte. Er schien ungeduldig und fragte, wer diese Farbe noch verkauft. Ich fand dieses Haar in der Farbe der Schmiererei. Sagt es dir irgendwas? Viele unserer Künstler hier auf Naxos benutzen die Haare wilder Tiere für ihre Pinsel. Von welchem Tier stammt dieses Haar? Es ist zu lang für einen Hirsch. Es heißt, dass einige Wagemutige die Haare der Bären auf dieser Insel nutzen. Verrückt, wenn du mich fragst. Doch Künstler sind ein seltsamer Menschenschlag. Danke. Auf Wiedersehen. Vielleicht kaufst du nächstes Mal etwas. Ah, mal schauen, wenn sie es anbietet. Okay, also wir müssen noch weiter hoch, Das Gefühl, das ist noch ziemlich weit weg. Jetzt kommst du auch mal. Na los, komm. Laut Icarus sind wir in der Nähe. Oh, Hand. Ganz unser Ziel. Da ist der Wasserfall. Da ist dieser Künstler gefunden. Okay. Auch noch wahrscheinlich irgendein Schatz in der Stadt. So, den markieren wir uns und mal. Weiter. Und dann geht's hier so durch. Interessant. Geht doch nicht so interessant. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Höhle, die wirklich mal hinterm Wasserfall wäre. Oder? Aber hier ist ein schönes. Da ist zumindest schon mal der Bär. Auf frischer Tat ertappt, würde ich sagen, ne? Da bist du ja. Ich habe nach dir gesucht. Wer ist ich? Phönix schickt mich, um den Künstler zu finden. Dich. Du sollst mich töten. Das liegt an dir. Bitte, Söldnerin. Phönix ist eine gute Anführerin. Sag ihr das. Ich bin nur die Hand, nicht der Kopf. Dann bist du ein feiges Schaf. Du schreibst, woran du selbst nicht glaubst. Ich wusste nicht, wohin das führt. Okay. Warum hast du es getan? Es war ein Auftrag von den Soldaten. Sie haben die Macht. Man kann sich ihnen nicht widersetzen. Ich kann. Ich habe nämlich Rückgrat. Söldnerin, ich bin ein armer Künstler. Der Archon versprach mir mehr Geld, als ich mir je erträumt hätte. Und sieh, wo es dich hinführte. Ich höre auf. Versprochen. Kein einziges Wort mehr. Das war ein Fehler. Ein großer. Aber du musst zu deinem Wort stehen. Tu ich, Söldnerin, das tue ich. Hier, mein Auftrag. Sieh ihn dir selbst an. Wir sind hier fertig.
Du hörst nie wieder von mir. Okay. Mach dich, ich befreie dich dann auch mal von diesem Bären, wo du hier beim Verlassen deiner, ich nenne es mal Wohnstättenhöhle hier, eventuell noch das nächste Frühstück wirst. Leder, 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 wir wollen an dein So. Was hat Icarus eigentlich da oben so Schönes entdeckt? Das scheint ja gar nicht so weit weg von hier zu liegen. Schläger, oh, Banditen. Banditen nehmen wir doch gerne. So, was ist noch entdeckt? Kurze Frage, in welche Richtung guckst du eigentlich mehr oder weniger weg von uns? So, haben wir jetzt den Ort abgeschlossen? Ja, super. Es war mal wieder natürlich gar kein Ort. Das war einfach nur irgend so ein Lagerding. Okay. Gut. Dann nicht. Nehmen wir uns trotzdem ein Ziel vor. Kein Wissen. Hier irgendwo einen Höhleneingang geben. So. So, gar nicht. Irgendwo muss doch hier ein Höhleneingang sein. Fest. Und da stehen wir. Da ist unser Schatz. Dieser Schatz und keine Ahnung, ist das hier so eine uralte Stele oder sowas? Nee. Wait. Hat richtig. Ich kann mit Icarus so eine Schnellreise da hinten hin machen.
Ja, guck mal, mal sehen, was man nach 300 Folgen dann hier auch mal vom Spiel rausfindet. Da müssen wir hin. Ja, halt so steil und abhängig, da hilft mir halt auch kein Pferd. Da geht dann eh wieder nirgends. Weil hier käme es durch. 300 Meter wird sich sogar fast lohnen. Na, Ängste. Hier runter. Oh Gott, ich renn schon mal weiter. Friedhof für gigantische. Oh. War ja einfacher als ich dachte. Wenn der Eingang schon so gut bedacht wurde mit Geld. Will ich gar nicht wissen, was uns hier drin alles erwartet. Einmal. Oben ist nichts mehr. Wir müssen also hier weiter. Oh, ich sehe da gerade was. Wir müssen mal Onkel Poseidons Dreizack wieder rauskramen. Wo man da jetzt ist. Hier. So, und schon kamen wir wesentlich mehr Luft atmen. Eine andere Art von Tempel zum Plündern. Tempel, was ist das? Das ist hier Grabstelle. Friedhof, irgendwie sowas. Okay. Jetzt hier weiter. Was habe ich noch nicht gesehen? Ich muss hier irgendwo durchbrechen. Gibt es ein Loch in der Decke? Ja. So, ich mache mal Licht, sonst sehen wir hier wieder nichts. Sehr schön. So, hier auch einen anderen Ausweg oder muss ich jetzt echt den ganzen Weg zurück? Ich sag mal so, wenn man vielleicht in zwei Durchgängen das hier schwimmt, dann kann man das auch ohne den Dreizack machen. Vielleicht sogar in einem Durchgang einfach nur direkt durchschwimmen. Wenn man allerdings die ganzen kleinen Sachen noch mitloopen möchte, wahrscheinlich zwei Durchgänge. Mit dem Dreizack macht es halt das einfach ein bisschen, ja, easier. Mensch, Cassandra, lass doch nicht die ganzen Trinkgelder hier liegen. So.
Sehr nice. Hätten wir das hier auch schon mal erledigt. Wir hätten jetzt im Norden noch zwei Fragezeichen. Ich würde sagen, nehmen wir einfach mal als erstes mit. Dann wären wir im Norden nämlich quasi durch. Quetsch die einfach so ein bisschen durch. Naxos Steinbruch. Neuer Söldner-Eintrag. Okay, ja, warum? Auch nicht. Noch ein Schatz. Unten ist noch mehr Kramsel. Da ist noch ein Fragezeichen am Strand. Deckter Ort. Bewegung. Kriegsvorräte, Ostragon-Rätsel. Okay. Du hin? Nicht nach oben, oder? So, Naxos leicht. Das gehört nicht zusammen. Naxos, leicht verfällt man den schönen Dingen auf dieser Insel. Am Tempel des Apollon wartet noch so viel Arbeit. Es erscheint, er würde nie fertig werden. Finde mich auf der Spitze der Portara des Tempels. Keine Ahnung, was es ist. Die ist der einzige Teil, der bereits errichtet wurde. Okay. Müssen wir später darauf achten. Sonst wieder in Erinnerung holen. So viele Zeugen. Wäre nett, wenn der güldene 66er uns jetzt hier einfach mit ein, zwei Schritten mehr entgegenkommt. Oder so, das ist auch riesig freund für mich. Jetzt stellt euch nicht so an. Hier scheint jetzt nichts wirklich weiter zu sein. Genau, renn einfach weg. Sehr schön. So.
nix, öhö, öhö. Sieht ja aus, öhö, öhöht. So, was sagt die Zeit? Oh komm, eine Sache können wir noch mitmachen. Zumindest hier den... einen Schatz. Oh man, der ist... irgendwie unter uns. Dann muss hier irgendwie eine Höhle sein. Irgendwie und irgendwie. Das sieht doch vielversprechend aus. Ändere Nummer... warte mal, wo war das Inventar, ne? Dass der Ort aber schon als abgeschlossen gilt, bevor man den Schatz plündert. Den Schatz ja mit zum Ort dazu genommen. So, wer hier drin? Jo Mensch, dies war ja einfach. War das zufällig auch das andere Fragezeichen gleich mit? Ja, Wunderbärchen. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal hier oben bei Totenbett von Ariadne wieder. Ne? Bis dahin, macht's gut. Hummel, hummel. Mach's mal aus.